Du bist gut, ich werde mich diesmal dir anschließen, aber wir werden nicht versuchen, mir die Herrschaft zu entreißen. Neues Teammitglied, Ente die Ente. Wir sollten zum Dorf oberhalb des Wassers gehen. Ich muss dir etwas zeigen, vielleicht beantwortet das einige deiner Fragen. Okay, cool. Team hat volle Energie. Kann ich nochmal hier rein? Wir haben Wichtigeres zu tun, mein Freund. So. Weg vom Schloss. Ist es wichtig, wo ich den Panzer geparkt habe? Hinterher komme ich da nicht mehr hin. Das ist. Ah. Hier? Ah! Ach, Kerl, was schön. Hey, du hast ja gar nichts. Gib her, ich gebe dir dafür was Besseres. Überhaupt nichts erhalten. Geil, jetzt kann ich alles, nichts, was ich habe, in überhaupt nichts eintauschen. Absolut nichts, total nutzlos, absoluter Müll. Ja, ich hätte gerne zwei davon. Geil, mit Laterne. Kennt ihr das, wenn ihr in so ein Haus reingeht, dann ein paar Sachen seht und denkt, oh ja, habe ich heute schon gekifft? Ich habe dich erwartet. Nee. Ich habe euch die ganze Zeit beobachtet. Damals, als ihr Huddler bekämpft habt, habt ihr mich vielleicht bemerkt. Hä? Ich war dort, wo ihr die Königsfamilie besucht habt, im Vorgarten des Schlosses. Hä? Egal. Es passiert wieder etwas Schlimmes. Ihr müsst mir zwei Dinge bringen. Erstens die Kristallkugel 2000. Zweitens, den Bio-Orden vom ortsansässigen Champion. Ja, dass sie mich schlagen hier, das ist auch ziemlich hoch angesetzt. Wie ich sehe, habt ihr die Kugel schon. Holt jetzt den Bio-Orden. Ja. Holen wir den Bio-Orden. Wo ist er denn? Erstmal Waffen kaufen. Hallo. Hallo. Ich würde gerne mein dünnes Schwert verkaufen. Zweimal, so, da habe ich wieder Geld. Aber nichts würde ich auch gerne. Nee. Knüppel. Na, das ist alles viel zu teuer, Chefs. Was hat Ente die Ente denn für eine Waffe? Höllenfürs. Hier komme ich nicht weiter. Die geben hier uns hier nichts. Der Höllenfürst der Jahreszeiten. Das ist ja schön hier. Ist so ein bisschen satanisch angehaucht hier. Ist ja auch die Hölle. Ich dachte, Vampire können nicht in Kirchen. Ich dachte, dies wäre keine Kirche. Doch. Mist. Ja, manchmal ist Unwissenheit gar nicht mal so schlecht. Ah, da unten geht's in den Keller, aber ich möchte erstmal mit dem Pater hier reden. Hallo, wie geht's? Du kommst mir bekannt vor. Vielleicht kennst du meinen Bruder. Er ist vom rechten Weg abgekommen und lebt irgendwo im Wald. Ja, den kenne ich. Was machst du hier? Ich bin Priester hier. Ich dachte immer, die Hölle sei so unchristlich. Wer hat gesagt, dass die Kirche christlich ist? Nun, zunächst ist sie, wie alle christlichen Orden, Kirchen nach Osten ausgerichtet. Dann dein Kreuz, die Kirche ist in einer Kreuzform gebaut. Details! Wir sind hier in der Hölle, hier kann es kaum gläubige Christen geben, oder? Touché! Ja. Oder sie ist voll davon. Man weiß es nicht. Hallo! Das ist wieder... Wow. Hi, ich bin die Prinzessin und so. Wer seid ihr? Einen Moment, ich kenne dich. Du bist die Ente, die Ente. Also bitte. Lass sie. Also, was wollt ihr? Den Butler anmachen, sie einladen und besoffen machen. Gute Idee. Nicht zu Hause nachmachen. Hey, wie sieht's aus? Dürfen wir dich auf den Pilz einladen? Klar. Das Start dieses Spiels laut der freiwilligen Selbstkontrolle, kurz FSK, ab 16 Jahren freigegeben ist, wurden diese Szenen der Kreativität des Spielers überlassen. Oh. Okay. Hangover? Können wir das wiederholen? Versuchen wir es mal. Hallo. Was ist mit der Prinzessin? Was soll mit der Schlampe sein? Ja. So ist das. Oh mein Gott. So, raus hier. Okay. Hier können wir rein. Ich brauche noch ein paar Tränke, bevor wir uns hier wieder verprügeln lassen. Hallo, Fetti, was los?
So. Ja, so viel brauche ich wahrscheinlich nicht. Machen wir mal 10, 11, so, zack, fertig. Speichern! Wird schon Level 15. Ente, die Ente erst auf Level 7. Oh Gott. Das ist ja gar nicht. Hi. Ich sehe dir noch unsere tolle Statue an. Diese Statue wurde für unseren Herrscher Ente die Ente gebastelt. Sie besiegte tapfer und alleine alles Böse. Tja, so bin ich halt. ich glaube, dass ich dir damals gegen Hitler geholfen habe. Ich habe dich damals eher als Hindernis gesehen, genauso wie diesen doofen Ritter. Ja, ja, den ist ja auch noch richtig. Der Ritter? Der Ritter? Das weiß ich gerade gar nicht. Ritter? Hallo, Ritter? Armer Ritter? Hier war dieses Kerzenhaus. Pap, da finden wir bestimmt den Bierkönig. Hallo. Bierkönig, hier ist der Mad Baron. Ich lade dich zum Wetttrinken und anschließend reinspringen ein. Wozu soll das gut sein? Jetzt selber nicht. Na, dich kenne ich doch. Danke, das mit euch beiden war super. Tja, wir können halt super. Mau Mau spielen. Hä? Ich nehme die Herausforderung an. Anmerkung der Autoren. Der Spieler ist angehalten, dieses Spiel zu Hause mitzuspielen. Saufen. Ich erkläre dir mal schnell die Regel. Wir trinken jeder so viel Bier, bis der erste umfällt. Und gewonnen hat, wer danach am weitesten springt. Hier dein erstes Bier. Ja, ich gebe ihm noch eins. Ja, komm her. Ja! Alkohol! Da hat wohl jemand übertrieben. Bedenke, dass eine Ente oder ein Wombat nicht so viel Alkohol vertragen wie du vielleicht. Schön, ja. Egal, nochmal. Ich nehme die Herausforderung an. Ja, los, Leute, mitmachen. So. Ach, gib mir mal noch eins. Ja, noch mehr, los. Mehr! Alkohol! Was? Dann springen wir jetzt um die Wette. Haha, nicht schlecht. Verloren! Hier dein Gewinn! Bierorden erhalten. Ich hab den Bierorden. Einzigartig. Können wir nochmal? Nie wieder Alkohol, ich steige um auf Wasser. Wodka, Wodka, Wodka! So. Hi. Wie ich sehe, habt ihr ihn alles, worum ich auch gebeten habe. Moment, ich werde jetzt in die Kugel sehen, um herauszufinden, was hier passiert. Was ist, du dumme Katze? Ich sehe, dass Hitler wieder einmal zurück ist, aber er ist nicht allein. Er ist in dem Hafendorf östlich von hier am anderen Ufer. Ah ja. Ja, dafür müssen wir erst eine Kerze mit Bierorden und Wahrheitskugel bestechen, damit wir sowas rausfinden. So, wo ist mein treues Gefährt? Meine Höhlenschleuder über Wasser, yay. Ja, es ist One Direction hier. Yo, Doggy! Ich bin hier der Höllen- und Cerebrus. Normal habe ich drei Köpfe. Ja, das glaube ich dir aber nicht, hä? Cerberus, jetzt hat er zwei. Auch ganz gut. So. Höllenfeuer! Nee, können wir noch nicht haben. Das sind tatsächlich nur zwei Köpfe. Und du willst ein Höllenhund sein? Zwei sind mehr als genug. Und willst du mir jetzt noch erzählen, dass es nicht auf die Größe ankommt? Richtig, nur auf die Technik. Reden wir immer noch über deine Köpfe? Los! Hau das Vieh um! Bits! Los, mehr! Hau ihm was aufs Maul, zwischen den Augen, los! Bam! Mehr drauf! Zack, bum, bonjour! Ente duckt sich! Ja, hier, zack, enter, 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 enter! Bam, 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 bam! Hauptsache draufhauen! Ja! Warum wird Wombat eigentlich in Caps Lock geschrieben? Fällt mir gerade mal so auf. Ja, ist bestimmt wirklich richtig. So, du hast tatsächlich gewonnen. Aha. Aber nur $1 dabei.
So, weg ist er. Komm ich hier weg? Nein, natürlich nicht. So. Nein! Ja, ihr denkt jetzt, dass ihr mich schon wieder besiegen könnt, aber da ich schon tot bin und in der Hölle, was soll passieren? Ihr fragt euch sicher, was ihr überhaupt in der Hölle überhaupt macht, weil ihr gar nicht tot seid. Oh, nee, also... Mittlerweile nicht mehr, ich bin ja immer noch mein Unterbewusstsein, also was soll's. Will denn wenigstens der Spieler die Story hören? Ja, aber... Hau raus. Ihr seid hier, weil ich euch diese dumme Katze hierher geholt hat. Mein größter Feind. Sie muss es irgendwie rausgefunden haben. Was hat die blöde Mietze herausgefunden? Dass Huddler einen Todesstern baut. Ganz. Ganz recht. Wo ist die Katze? Ich bin ganz feige schon wieder in die Oberwelt geflohen. Ihr schafft das schon. Ich hole mir jetzt einen Pilz. Ciao. Ja, mach's gut. Man sieht dich, ey. Halt, Moment, dieses verpisste Katze hat sich nicht gesagt, wie wir hier wegkommen. Na und? Ihr habt eh keine Chance, ihr Leben rauszukommen. Wie wollt ihr mich, der ich tot bin, besiegen? Ich bin auch immateriell. Hä? In einem transzendenten Zustand. Hä? Ein Geist. Mist, ich bin normalsterblich. Okay, kämpfen wir. Huddler greift an. So, Huddler, jetzt gib's aufs Maul. Ach, scheiße, ich hätte eigentlich mal heilen sollen vorher. Oh, Kacke, ja, okay. Trotzdem, machen wir mal vorher so. Benutzt Heil. Ah, das ist alles so unkoscher. Oh Gott. Leute. Den kriege ich gar nicht. Ach, du Scheiße. Ach, du heilige Henne. Oh nein. Du wurdest vernichtend geschlagen. Ente Level 28, Ente hat Höllenfeuer gelernt. Wombats Unterbewusstsein ist gestorben. Nein! Alleine hast du erst recht keine Chance. Wieso müssen wir eigentlich kämpfen? Können wir nicht wettsaufen oder sowas? Ach nee, du darfst auch den Ort meines Endsieges bestimmen. Bedenke, dass Huddler in der Hölle unglaublich stark ist, da er tot ist. Im Paradies! Nee, was ist passiert? Warum bin ich nur ein Maulwurf? Weil im Paradies nichts Böses existieren darf. Verdammt! Achte darauf, was du sagst. Von dir verflickten, miesen Kleid lass ich mir nichts befehlen. Ich hab dich gewarnt. Aber mir geht es auf einmal so verzüglich. Lass uns doch ein Zeltas konsumieren gehen. Verdammt, ich will ein Bier. Halt, Moment. Ich hätte doch lieber einen Zeltas. Zwei Zeltas, aber bedienen Sie zuerst alle anderen. Machen Sie sich keine Umstände. Ja, bloß nicht. Was aus den Charakteren wurde? Die Ente hat ihr Zeltas getrunken und lebt ein glückliches, erleuchtetes Leben, während sie mehrere Hilfsorganisationen gegründet hat. Ihr Maulwurf hat ihr dabei geholfen, fand es aber so schlimm, dass niemand den Reichen hilft, also hat er eine Spendenaktion für die Oberschicht des Lebens gerufen, ohne Erfolg. Der Wombat erwachte zwei Jahre später in einer Psychiatrie auf, wo ihm klar wurde, dass das alles nur ein Traum war. Die Miets war auf seinem Schloss und schnurrte. Sie gehört der Station. Ende. Ich glaube, das kann ich gerade noch nicht so akzeptieren. Aber wir haben letztes Mal erst hier gespeichert, das ist ja doof. Oh, so Leute, dann mache ich jetzt nochmal bis dahin. War ja nicht viel Zeit. Wir müssen ja einfach nur mal das Saufspiel machen und dann gehen wir nochmal hin. Ich möchte ihn einfach mal in der Oberwelt besiegen. Vielleicht passiert dann ja noch mehr. Wieder das Chicken hier. So, erstes Bier. Noch eins. Noch eins. Mehr. Alkohol. So. Geschafft. Dann springen wir um die Wette. Ja, gewonnen. Yay. Bierorden erhalten. Ich habe mein Bierdiplom gemacht. Schön, ne? Packe ich so in meine Bewerbungsmappe. So, lelele, dumme Kerze, schnell, beeilt euch. Ja, wir rennen jetzt mal weg. Lalalalalala. Ich will einfach nur mal gucken, ob was anderes passiert, wenn man sich entschließt, das hier auf der Oberwelt zu machen. Haha. Den doofen Maulwurf verhauen. Okay. Hier hin. Zack. Ach, hier ist wieder die Töle. Ja, komm her. Du rasier mal Wassergesichter. Komm, jetzt gib's aufs Maul.
Guck mal, wie übermächtig ich bin, du doofer Köter. Ich hau dir doch alles weg. Ich reiß dir alle Zähne einzeln raus. Die darfst du dann mit gebrochenen Fingern wieder aufsammeln. Bam, bam, bam. Bang, bang. Oh Gott, ja, das ist... Jetzt wird's gerade ein bisschen kritisch. Zack. Schmeißen wir uns mal gegenseitig die Tränke zu hier. Nein! Alter, das ist aber auch, ne? Also so ein bisschen dubios ist das ja schon, ne? Also der Typ ist irgendwie stärker geworden. Ja, ich benutze ja auch keine Zauber. Wie wär's mit... Nein, ich mach den einfach mal nur so physisch fertig. Dann habe ich gleich noch genug MP, wenn's vielleicht nochmal in einen Endkampf gegen den Maulwurf geht. Kann ja sein. So. Zack, zack, zack. So, durchgeheilt. Schön. Und dann ab ins Gefängnis, hätte ich vorhin gesagt. Ja, ich bin wieder da. Was ist denn die, ey? Todesstern, ja, bla bla bla. Ich bin immateriell, transzendenter Zustand. Zack, 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 zack. Jetzt wird gekämpft. Nein! Und dann auch noch in dieser kaputten Umgebung. Ach ja, hab ich ein bisschen Schaden immer. Nein! Ich hab gewonnen. Höllenfeuer. Nein! Alleine hast du erst recht keine Chance. Wieso müssen wir überhaupt kämpfen? Können wir nicht weiter wettsaufen? Ach nee, du darfst auf den Ort. Okay. Zurück auf die Erde. Okay, kämpfen wir hier. Jetzt geht's weiter. Höllenfeuer! Boah! Ja, jetzt bin ich ziemlich übermächtig. Ja, ich bin übermächtig. Schaut mal, wie übermächtig ich bin. Der macht gar nichts. Der kriegt sowas von aufs Maul. Hi! Hey, du Maulwurf! So, Leute, das dauert jetzt ein bisschen. Ich versuche einfach nochmal die Höllenschleuder hier. Was? Ja, du hast gewonnen! Mega viel Sieg erhalten! Hier, dein Sieg. Heimvorteil ist doch was Feines. Jetzt gehe ich einen trinken. Gib mir 666 Bier! So hat die Ente mal wieder ganz alleine die Welt gerettet. Ohne die Hilfe von irgendwem. Ganz, ganz alleine. Was aus den Charakteren wurde. Die Ente hat nur 329 Bier trinken können, bevor sie umfiel. Jetzt ist sie verschuldet und in einem Alkoholentziehungsprogramm. Huddler ist entweder tot, was er schon war, oder irgendwo in Frankreich und schmiedet neue konspirative Pläne für einen dritten Todesstern. Das Wombat wachte später in einer Psychiatrie auf und klar wurde, dass das alles nur ein Traum war. Die Mietz war auf seinen Schloss und schnurrte, sie gehört der Station. Ende. Ente. So, dann wollen wir aber nochmal gucken, was passiert, wenn wir das Ganze in der Hölle abschließen. Ja, ich mach das einfach mal der Vollständigkeit halber. Wir wollen es ja alle sehen. So, die doofe Mietz. Nein, Mietz! Das ist mein Auflauf! Nein, Mietz! Böse Mietz! Ja, duck dich, geh weg. Lauf. Halte die Augen zu. Ente verreckte. So. Level 28, Höllenfeuer. Nein! Alleine hast du keine Chance. Wir müssen kämpfen, wettsaufen. Okay, dann bleiben wir mal in der Hölle. Okay. Er greift an. Okay, Höllenfeuer! Nö. Du wurdest vernichtend geschlagen. Leute, wir sehen uns dann bei Ente die Ente 1. Bis dann, wir haben das Spiel, ich sag jetzt einfach mal 2,5 Mal durchgespielt. Ja, bis dann, Freunde, tschüss.